Latino-Reviews birgt ja immer über einige Informationen, aber aufgepasst, das war schon des Öfteren so, aber sie hatten sich auch schon einige Male geirrt. Dennoch finde ich, dass die gleich folgende Nachricht sehr interessant ist und dürfte für jeden Marvel-Film eine echte Geschmacksknospe sein. Und aber für alle, die jetzt wirklich keinen fetten Spoiler fahren sollen, die sollten jetzt am besten wegschalten, weil das ganze Video würde jetzt nur noch mit Spoilern geschmückt sein. Also beginnen wir nun. Latino Reviews hat nun in einer geheimen E-Mail von Sony entdeckt, dass sie mit Marvel weiterhin Kontakt pflegen. Zwar soll die Spider-Man-Figur nicht an Marvel vergeben werden, fest, aber vielleicht mal so ein bisschen ausgeliehen. Das sollte für Captain America 3 ja zunächst der Fall sein, wurde aber dementiert von Sony. Nun gibt es aber neue Pläne, dass Spider-Man im finalen Marvel-Film Avengers Infinity War Teil 1 einen Auftritt haben soll. Natürlich hat Sony das hier gleich abgestritten, das ist völliger Schmarrn. Ist aber eigentlich auch klar, weil wenn das geheim sein soll, dann müssten die es auch abstreiten. Ich glaube trotzdem, dass das gut sein könnte. Und dann haben sie das Ganze in einen riesigen Topf gepackt, wo sie die komplette Story von allen Filmen so angeschnitten haben. Und das werde ich euch jetzt preisgeben. In Captain America 3 soll zunächst mal Bucky Barnes, soll rauskommen, dass Bucky Barnes Howard Stark, also den Vater von Tony Stark, alias Iron Man, getötet hat. Das kommt dann raus. Und das ist auch der Auslöser zwischen dem Krieg, zwischen Tony und Steve. Die beiden geraten aneinander. Und wie das Ganze ausgeht, das weiß man eigentlich nur aus den Comics. Und im Film wird es dann ähnlich sein. Captain America wird den Civil War nicht überleben. Finde ich sehr schade. Er ist halt auch im Film so und deutet dann auch an, weil Chris Evans sein Vertrag läuft ja dann auch aus. Und er möchte auch ins Marvel-Metier einkehren, aber nicht mehr unbedingt als Filmemacher arbeiten, sondern vielleicht als Regisseur. Er hat gesagt, er möchte gerne weitere Marvel-Filme an denen beteiligt sein, aber vielleicht nur als Regisseur. Finde ich an sich nicht schlecht. Auf jeden Fall soll er sterben in Captain America 3 und Iron Mans Zukunft bleibt ungewiss. Also er scheidet so raus, aber er ist nicht tot. Aber was mit ihm passiert, weiß man nicht genau. Und dann geht es auch direkt weiter zu Doctor Strange und Black Panther. Und diese beiden sollen wenig Verbindung haben mit dem MCU. Der Grund ist, in Thor Ragnarok soll natürlich Asgard wie in den Comics angegriffen und vielleicht sogar vernichtet werden. Und Thor landet dann in in so einer Art apokalyptischen Gefängnis, galaktischem Gefängnis. Und ja, Black Panther und Doctor Strange haben jetzt erstmal nichts mit den anderen Filmen zu tun, es sei denn, da kommt ein Infinity Gem drin vor, könnte ja gut sein. Und dann geht es natürlich weiter mit Infinity War. In diesem Film treffen dann die Inhumans, die Guardians of the Galaxy und die Avengers in einem Film. Zusätzlich kommen dann eben noch Doctor Strange, Black Panther, Captain Marvel und so weiter dazu. Und wahrscheinlich eben auch noch Spider-Man, der dort dann auch seinen Auftritt haben wird. Und Captain America wird in diesem Film nicht mit von der Partie sein, weil er gestorben ist. Und auch Thor wird unpässlich sein, weil er eben in so einem galaktischen Gefängnis ist und wird wahrscheinlich erst in Infinity War Teil 2 dann befreit werden. So sieht das Ganze aus. Und natürlich ist es dann klar, Bucky Barnes, alias der Winter Soldier, wird dann wie in den Comics die Rolle des neuen Captain America übernehmen. Leuchtet ihr auch ein, weil warum sonst sollte Sebastian Stan, der Bucky Barnes Darsteller, für 9 Filme unterschreiben? Das hat er letztes Jahr im Sommer getan. Und ich meine, seine Rolle als Winter Soldier ist, glaube ich, vorbei. Er hat in Captain America 3 noch einen Auftritt, aber dann hat er immer noch 8 Auftritte. Und das ist wirklich für die Generation 2, bin ich mir ganz sicher, die 2020 starten wird. Und da kommen ja einige neue Filme, darunter Captain America 4, 5 und 6. Und da wird dann bestimmt Bucky Barnes der neue Cap werden. Das ist für mich schon fast sicher. Phase 4 soll ja auf jeden Fall auch kommen. Aber unter einem neuen Abschnitt, die Generation 2, mit neuen Avengers, wenn dann Ant-Man den Avengers beitritt. Ant-Man soll ja auch dabei sein in Infinity War. Und ja, dann kriegt wahrscheinlich eine Neuverfilmung. Und Blade ist komplett Panther 2, Doctor Strange 2, Inhumans 2, Guardians of the Galaxy 3. Also es geht noch richtig fett weiter nach 2019, so wie ich das bis jetzt herausgefunden habe, was Kevin Feige gepostet hat. Er hat so ein Bild gepostet mit so 2021, so wieder wie bei Phase 3 jetzt, bloß noch mit Fragezeichen und mit Kinostart schon, wie das Jahr 3 weiterhin. Und da hat er geschrieben: It ends not with Phase 3. That can I tell you? Und das ist eben, bin ich sehr gespannt drauf. Jetzt würde mich auch mal interessieren: Glaubt ihr, dass Latino Reviews da recht hat, dass das so stimmt, dass die eine verlässliche Quelle haben oder dass sie vielleicht wieder nur Geschichten erfinden? Auf jeden Fall könnte ich mir das auch selber ausdenken. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch so kommen wird, weil in den Comics stirbt der Captain America auch infolge des Civil Wars. Jetzt würde mich auch mal interessieren, schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr davon?
Und seid ihr enttäuscht oder freut ihr euch drauf und so weiter, wie ihr das Ganze so findet. Und vor allem mit Spider-Man, muss ich auch das Video so nennen. Mit Spider-Man ist schon ziemlich geil, wenn wir den Infinity War dabei haben. Am besten noch von einem Garfield gespielt. Dann ist alles perfekt. Jetzt könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch dieses Video, was wieder über Marvel geht, gefallen hat. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.